Ali, ciao. Aber es ist egal, Kulissen kann ich nicht, das ist die Eichung an Geschäft erledigen. Eiger, Mönch und Jungfrau, das ist etwa noch etwas. Ja, und dann die Ruhe da oben, das ist dein Schädel. Haben wir den anders erlebt in diesem DJ-Hause? Geh. Schmeck, eist Luft, Kreiterduft. Jetzt guck, was stehst, taugen auf. Nimm doch hier noch eins, ein Defa-Schnuf. Bschitte sticht, später schmeck ich Blumenpracht. Wer hat's gemacht? Das Leben kommt. Hier, hoch über dem Brienzersee, ist der Hans Otto von Almen daheim. Die Figur von Von Almen spielt der Sven Allenbach. Die Idee dazu hat er vor der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland gehabt. Die Geschichte mit der Reise von Von Almen zur Schweizer Fußballnationalmannschaft auf Deutschland war eigentlich ausschließlich während der WM geplant. Die Geschichte hat sich aber in den letzten anderthalb Jahren weiterentwickelt. Und so heisst eigentlich unser Nationalheld Wilhelm Tell. Einer, der ursprünglich aus norwegischer und dänischer Sagengeschichte kommt. Wir haben es googeln. Es gar nicht lachen, also gar Intranet und Adelsl. Ja. Der Von Almen ist zur Hauptfigur geworden im Programm Regelrecht von Sven Allenbach. Dabei will er vor allem eins widerlegen, nämlich, dass die Oberländer Hinterwäldler sind. Oder vielleicht St. Galler. Leck mal am Arsch, ist das dumm. Hey, hey, was eigentlich schön offen wäre. Also, kommt. Wir wollen sein ein Vereinsvolk von Brüdern. Wir wollen da verehren, was uns hoch und heilig ist. Eher wollen wir sterben, als dass Zürcher unsere Olma Papierst fressen. Zum Schreiben und Ausformulieren der verschiedensten Ideen für Sketchen zieht sich auch Sven Allenbach in die Berge zurück. In einem einfach eingerichteten Weidhäuschen mit Holzofen und bei Kerzenlicht wird das zu Papier gebracht, wo vorher nur ein Stichwort auf irgendeinem Fötzel Papier gestanden ist. Sagen, dass sie nur hier oben etwas Anständiges zustande bringen. Aber es ist einfach so, dass man hier oben einfach wirklich sehr produktiv ist, weil es gibt halt einfach wirklich nichts, ausser vielleicht mal ein Gamesbock, der die Nase pfeift, ein paar Vögel und das Feuer, das knistert. Und sonst ist einfach wirklich nichts. Und ich denke, da ist einfach die Ablenkung an einem sehr kleinen Ort. Und darum kommt man sehr gut vorwärts, wenn man mal eine Idee im Kopf hat, dass man die dann auch zu Papier bringen kann. Nach Phänomenal ist Regelrecht das zweite Programm, das Sven Allenbach geschrieben und inszeniert hat. Aber eigentlich hat er das mit dem eigenen Programm schon viel früher sollen machen. Ich muss sagen, ich finde es einfach absolut inspirierend hier oben. Und ich habe eigentlich meine halbe Jugendzeit so in den Weidhäuschen verbracht. Und während andere in der Disco oder in den Pubs rumgehangen sind, waren wir am Wochenende hier oben und haben uns Witze erzählt und haben abstruse Geschichten erfunden, füreinander Angst einzujagen, wenn es draussen so gespenstisch ruhig war. Und ich denke, eben, das hat sich schon ein bisschen dann entwickelt, das Comedy. Andere Leute aus New York für ein neues Programm geschrieben. Und auch die Thomas Boden. Das ist zehnmal ruhiger und erst noch gratis.